Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Wir haben hier gerade ein Chapter gefunden, das war ziemlich random, lol. Aber nicht nur das, wir haben beim letzten Mal endlich Kapitel 3 abgeschlossen und sollen jetzt nach einem Typen suchen, der uns in den Düsterwald bringt. Aber bevor wir das machen, haben wir erstmal noch mal ein paar, wo ist denn das? Hier, ein paar Mails bekommen, die wir uns durchlesen wollen. Genauso auch wie neue Aufgaben. Papas Job von Teddybär. Stell dir vor, Papa hat einen neuen Job gefunden. Er kümmert sich jetzt in Toad Town um Grundsoliden. Die Arbeit scheint ihm sehr viel Spaß zu machen. Und ich? Nun, ich bin nicht so gut in der Schule, aber ich versuche viel zu lernen, um meinen Papa zu unterstützen. Im Moment weiß ich zwar nicht noch so, nicht so viel richtig. Nicht so richtig, wie ich das machen will, aber dafür soll ich ja auch lernen. Ja, dann lern du mal. Rad, Ausgabe 2. Ruhige Leute, unglaublich, Toadsworth 60. Der geschätzte Dauergast im Toadhaus zeigt gesteigertes Interesse an Raggle-T. Also Raclette. 55. Bekannte der verwöhnten Köchin sorgten sich, diese würde sich belästigt fühlen. Davon aber keine Spur. Tauts wie er sind mir gar nicht einmal unsympathisch. So die Aussage der Küchenfee. Rat bleibt dabei und berichtet weiter. Oha, der Lustmolch hier, Toadsworth. Shopping-Detektiv. Sehr interessant ist der Shop von Bubus. Was? Bubuwitsch? Bubuwitsch? Bubuwitsch, glaube ich. Im großen Baum. Die Firmenpolitik des gemütlichen Inhabers. Reichtum und Kundschaft werden leicht untreu. Man darf sich deshalb nur nicht verkrampfen. Irgendwie verständlich, dass der Laden nicht wirklich gut läuft. Hierzu der eigenwillige Geschäftsbubu. Mein Laden liegt zwar etwas abseits, aber ein Besuch lohnt sich. Als Service für Radleser verteilt Bubuwitsch in den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelte Menge Rabattpunkte? Wie in den nächsten 15 Minuten? Ich habe das Spiel ausgemacht. Was soll das bedeuten? Oh Mann, toll. Ja, toll. Rezepte-Ecke. Heute steht Pfeffersuppe auf dem Menü. Einfach eine Feuerblume auf kleiner Flamme kochen. Fertig. Reich an KP und BP auch als Zwischenmahlzeit immer wieder gern gegessen. Und zum Schluss Rat nützlich aktuell. Freut euch auf die nächste Ausgabe. Okay, danke für den kleinen Statusbericht. Und Sehnsucht von Kopien. Mario, Kopio, geht's euch auch gut? Kopio, ohne dich fühle ich mich so einsam. Kopio, in deinem Haus riecht es doch nach dir. Aber wenn du nicht da bist, fühlt es sich so leer an, wenn du verstehst. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Koopador. So ein ganz komischer Geruch. Bestimmt, weil er so lange in Logans Bauch war. Ein seltsamer Geruch ist das. Habt ihr keine Dusche? Aber ich gewöhne mich besser schnell dran, weil Koopador ja irgendwann auch mal mein Schwiegerpapa wird. Huch, was hab ich denn da jetzt gerade geschrieben? Hihihi, ich schick's einfach ab. Kopien. Schwiegervater, aha. Was sie damit wohl meint. Ja, wie gesagt, wir sollten ja einen Typen suchen. Aber ich würde sagen, hier suchen wir einfach... Naja, ein andermal. Ich wollte jetzt erstmal die neuen Herausforderungen hier machen. Die wir neu bekommen haben. Ein Jobangebot von Toads Cover. So, dringend eine Reinigungskraft. Wer Lust hat, möge kommen. Ich bin in der Arena von Falkenheim. Okay, das ist die erste Mission. Schauen wir noch, was die anderen sind. Herztorte von Melly. Ich möchte eine Herztorte backen, habe aber vergessen, wie es geht. Da ich meinen Laden nicht verlassen kann, bitte ich dich, mir das Rezept zu holen. Maistee aus Blütenweiler kennt das Rezept. Mich findest du im Zauberladen in den Katakomben. Okay, dafür müssen wir wohl... nach Blütenweiler? Nach irgendeiner Person Ausschau halten? Und Gaumenschmaus von Knospi. Es gibt etwas, was ich unbedingt essen möchte. Ich brauche einen Boten. Bitte komm zu mir nach Blütenweiler. Okay, zwei Blütenweiler-Missionen und eine im Falkenheim. Machen wir erstmal die von Knospi, oder? Die von Knospi, Gaumenschmaus war einfach nur... ich brauche einen Boten. Bitte komm zu mir nach Blütenweiler. Okay, machen wir das. Dann gehe ich da eben hin und dann sehen wir uns gleich. Oh Gott, ich merke gerade, der Weg dorthin ist so lange. Nein, warte, ist er nicht. Haha, nein, ist er nicht. Es gibt da jetzt eine Abkürzung, die mir gerade eingefallen ist. Oder? Doch, 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 es gibt eine Abkürzung. Wir haben jetzt einen Raum freigeschaltet, den ich nie benutzt habe, aber den wir mal benutzen könnten. Dafür müssen wir einfach nur mal kurz hier durchgehen. Da gab es irgendwo unten links eine Tür, die zu einem Raum geführt hat mit ganz viel Abkürzung. Ja, hier. Ja, einfach hier reingehen. Dann die passende Röhre nehmen. Oh, apropos, jetzt wo wir das dritte Gebiet gemacht haben, können wir uns scheinbar auch quick warpen zum dritten Gebiet. Was sehr nützlich ist, da muss ich die ganze Zeit
mit dem Chip-Chip reden. Dann kann ich einfach mit einer Warp-Röhre mich hinwarpen. Ja, Leute, das sind Warp-Röhren. Das sind keine echten Röhren, die irgendwie mit irgendwas verbunden sind, sondern die funktionieren mit Magie. Ja. Bam! Und hey! Guck mal hier! Eine Insignie! Warte mal, ich habe so viele Insignien und ich war nicht einmal bei Merlon, hieß er, glaube ich. Wieso eigentlich nicht? Bin ich blöd? Großer Baum. Ne, ne, wir wollen hier lang. Wir wollen schon hier rein. Oh Gott, ich muss auf jeden Fall gleich tränken, meine Insignien auszugeben. Das wird sich lohnen. Okay, wo ist der Knospi? Wo hat er sich versteckt? Da ist er. Das Ort ist so friedlich, das mögen die Blumen. Aber man sagt, es gäbe auf dem Welt auch Orte, an denen keine Blumen blühen. Ich hoffe, irgendwann werden auch an solchen Orten die Blumen blühen können. Deshalb lasse ich auch immer schön fleißig die Pollen fliegen. Hä? Warst du das nicht? Ich habe jetzt nur so einen Standardtext gegeben. Ich dachte, er wäre das. Menno. Ja, Menno, warum war der das nicht? Ach, der ist es, oder? Der sieht jetzt so besonders aus hier hinten. Ja, der ist es. Guten Tag, mein Freund. Ich bin ein Knospi. Du hast meinen Auftrag angenommen, nicht wahr? Das macht mich sehr glücklich. Könntest du mir vielleicht einen Hotdog bringen? Man sagt, diese Hotdogs sollen sehr scharf sein. Ich habe noch nie im Leben etwas gegessen, das scharf ist. Man sagt, diese Hotdogs werden in Falkenheim verkauft. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir einen bringen könntest. Glücklicherweise habe ich sogar einen dabei. Also, nimm ihn einfach. Oh, das ist ein Hotdog. Ich muss ihn sofort probieren. Scharf! Oh, das ist der Geschmack, den man scharf nennt. Das macht ja süchtig. Kannst du mir vielleicht noch einen von diesen Hotdogs bringen? Ich würde mich dir wirklich sehr verbunden fühlen. Habe ich noch einen? Nein. Okay. Oh, ich habe dich schon seit langem erwartet. Würdest du mir bitte einen Hotdog aus Falkenheim bringen? Das wäre sehr nett. Okay. Ja, okay, na gut. Ich weiß, diese Abkürzungen gibt es nicht im Original, die sollen hier neu sein. Und ich bin sehr froh, dass es die hier gibt, weil ansonsten wäre ich richtig genervt. Und ja, der Weg ist wirklich nicht weit. Ich weiß nicht mal, ob sich das lohnt, überhaupt zu schneiden. Das ist halt so 15 Sekunden, die ich schneiden würde, aber... Ich zeige es jetzt das erste Mal und der andere Mal das schneide ich für euch. Das ist ein Deal, oder? Ich würde sagen, das ist ein Deal. Ja, wir gehen einfach hier rein. Und dann sollten wir bei Falkenheim ankommen, so rum, genau. Ah, hier hinten, okay. Wie viel kostet ein Hotdog? Wahrscheinlich ganz viel, oder? Okay, ich kauf's eben, das muss ja nicht sehen. Ich habe jetzt zur Sicherheit mal zwei Stück gekauft. Sie waren halt 10 Cent pro Stück. Oder halt 10 Münzen, ich weiß nicht, ob es bei der Mario-Welt Cent sind. Von der Währung her, ob das so viel wert ist. Ich glaube, eine Münze ist wahrscheinlich so 50 Cent wert, oder? Könnte ich mir vorstellen. Naja, jedenfalls habe ich zwei geholt. Falls ihr noch einen will oder allgemein auch für mich. Oh, du hast mir was mitgebracht? Ja, hier. Da möchte ich die ganze zurückgehen muss. Oh, es macht mich sehr glücklich, dass du mir noch einen gebracht hast. Ich werde ihn direkt... Scharf! Aber das war scharf! Ah, köstlich, wirklich, das war nicht nur scharf, nein, das war sogar scharf! Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt große Lust auf etwas Süßes. Zu gutem Essen gehört ein guter Nachtisch, so sagt man doch, oder? Ob du mir wohl eine Mousse-Torte bringen könntest? Man macht sie aus Backmischung, glaube ich, das wäre sehr nett von dir. Was? Ach bitte, ich warte schon so lange. Ich habe Hunger, eine Mousse-Torte. Ich muss die haben. Brauchst du eine Backmischung? Guck doch einfach im Internet nach, wie es geht. Ah! Dieser Blöde! Toll, jetzt darf ich hier den ganzen Weg hin und her reisen. Oh, Junge. Macht das Spaß? Warte, 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 stopp, stopp, stopp. Du hast doch zufällig eine Backmischung. Oder? Hier irgendwo in deinen Dingern drin? Nein? Kannst du mir sagen, ob du eine Backmischung verkaufst? Verkaufen? Nee, ich will nichts verkaufen. Nee. Das funktioniert nicht. Wo finde ich die jetzt? Laut meinen Informationen kann man im Palma Casino für ein paar Palmas
eine Backmischung hier vorne bei der süßen Boo-Lady kaufen. Genau. Premium-Tausch. Genau, ganz das direkt das erste ist eine Backmischung. Seht ihr auch noch ein paar krasse Items. Wenn ihr die hier farmt, dann seid ihr komplett OP fürs ganze Spiel. Und das ist halt ein bisschen langweilig, wenn ihr mich fragt. So, wir kaufen uns für 6 Palmer mal die Backmischung. Und mehr braucht man nicht. Also der Tipp mit, man macht das mit der Backmischung. Das ist der ganze Tipp, das ist der ganze Hinweis. Was ich interessant finde, weil im ersten Paper Mario, da musste man die Backmischung immer mit irgendetwas anderem zusammenmischen. Sonst hat es nicht funktioniert. Sonst hat es, ich weiß nicht, was bekommen hat. Irgendwas anderes hat man dann bekommen. Aber hier funktioniert das, nur eine Backmischung. Dann geht ihr zu Rachel in ihr Haus, bricht einfach ein. Ah, da ist schon wieder was. Okay, komm, ich koche dir was. Ja, dann koch mir mal die Backmischung. Also dann, ich komme mit der Backmischung, ja? Jo, mach das. Okay, ich mach dir was Geiles. Bitteschön, hier was Geiles. Da haben wir es. Eine Mousse-Torte. Stellt 15 BP wieder her, also es lohnt sich schon. Können wir was kochen? Na, wenn du schon so fragst, kannst du den Pilz auch kochen. Denn einen normalen Pilz sollte man immer kochen. Oder in den meisten Situationen. Denn durch einen normalen Pilz kann man Pilzpfanne bekommen. Stellt 6 KP und 2 BP wieder her. Also, ist einfach ein viel besserer Pilz jetzt. Also mit der anderen Items kenne ich mich nicht aus, deshalb weiß ich nicht, ob ich die jetzt kochen möchte, aber ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und jetzt werde ich den ganzen wieder zurückgehen. Und wer der kleine Fratzi will noch was weiteres haben, denn dann platzt mir der Kragen. Also akzeptiere jetzt endlich... Nein, nicht das. Das ist gar keine Mousse-Torte. Bring mir die Mousse-Torte. Du weißt doch, wie ich sie machen kann. Mach mir glücklich. Ja, ich habe mich nur in meiner Tasche ein bisschen verirrt. Hier. Oh, eine Mousse-Torte. Da will ich doch gleich... Das ist so süß. Oh, ich bin sehr zufrieden. Du hast aber auch alle meine Wünsche erfüllt. Auch Knuspis möchten sich manchmal verwöhnen lassen. Ich danke dir jedenfalls sehr. Vielleicht war ich ja so anspruchsvoll, weil es hier so friedlich ist. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Nur Frieden, Liebe und gutes Essen. Das hier möchte ich dir zum Dank geben. Hier, nimm es ruhig an. Eine Trockenblume? Ein Geschenk von Knuspi. Stellt 1 KP wieder her. Diese Trockenblume habe ich selbst gepflanzt, gepflegt und gepflückt. Wenn du noch eine haben willst, bring mir einfach noch einen Hotdog. Ich freue mich immer über einen Besuch. Also, vielleicht bis bald. Was? Eine Trockenblume. Die stellt 1 KP wieder her. Naja, Schwamm drüber. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Aufgabe, als sei nichts passiert. So, die nächste Aufgabe war ja die Herztorte von Merli. Ich möchte eine Herztorte gebacken, aber vergessen, wie es geht. Da ich meinen Laden nicht verlassen kann, bitte ich dich, das Rezept zu holen. Meist hier aus Blütenweiler kennt das Rezept. Und ja, sie ist halt im Zauberladen Katakomben. So, das nehmen wir an. Und ich gehe mal davon aus, ihr müsst jetzt einfach zurück zu Blütenweiler und da nach einer bestimmten Toad Lady reden, die das Rezept weiß. Das ist zumindest gerade meine Vermutung. Und ja, ich mache es mir unnötig schwer. Ich habe komplett vergessen, dass es ja auch seit neuem diese Röhre gibt, mit der man sofort in diesen Raum reinkommt, mit den ganzen Abkürzungen. Also eine Abkürzung für die Abkürzungen. Ja, habe ich leider komplett übersehen, komplett vergessen. Da ist literally eine riesige Röhre, aber ich sehe sie natürlich nicht. Beziehungsweise ich denke halt nicht dran. Ich denke mir so, ich gehe die Tür ab. Ich gehe einfach den Weg, wie ich zurückgegangen bin. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich gehe immer die Wege, die ich kenne und nicht die, die ich noch nicht kenne. Aber egal. So, wer von euch kennt das Rezept? Muss ich jetzt mit jedem Einzelnen von euch quatschen? Mario, du bist doch der Bruder von Reed, oder? Luigi mag ich mehr. Ja, kannst du doch mehr mögen. Du hast den Frieden zurückgebracht. Yay, Leute, mein Laden hat ein Problem. Komm, wir wollen noch die Items in den Laden kaufen. Die Welt ist ungerecht. Lass dich mal was abkaufen. Okay. Das war jetzt aber ein neuer Text, glaube ich, oder? Hm.
Na gut, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal finden, wer von euch das Rezept hat. Wer könnte das haben? Oh, direkt ganz rechts in dem Haus ist sie. Ups. Meisti? Ja, das bin ich. Kann ich helfen? Was? Das Rezept für Herzorte? Ein Auftrag von Merli. Also, für Herzorte brauchst du Backmischung und Verwirrpulver. Ich frag mich, für wen Merli ihn diesmal weckt. Okay. Sollen wir die Zutaten ihr noch bringen? Oder... Ich speichere das lieber mal ab. Muss ich ihr die Zutaten bringen oder muss ich ihr das nur sagen? Verdammt, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich gehe mal erstmal zu ihr hin. Ich gehe erstmal zu ihr hin und frage sie einfach mal. Weil, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Wie sieht's aus? Ah, Sian, hallo Mario. Bist du nicht Melli? Oder habe ich dich gerade verwechselt? Sieh mal an, ich habe ein bisschen Faust gesehen. Sag mir, soll ich einen Blick in Zukunft werfen? Das war sie gar nicht, oder? Oh nein, jetzt... Oh nein! Oh oh, jetzt weiß ich nicht mal, wo sie ist. Oh oh. Ah, das Haus hier im Hintergrund war es. Okay. Ich habe schon richtig Sorgen gemacht, dass ich es nicht mehr finden werde. Hast du das Rezept für die Herztorte? Oh ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich. Aber was soll ich denn tun? Mir fehlt die Backmischung, um sie gleich zu machen. Und ich kann den Laden hier nicht einfach verlassen. Kann ich es mir denn nicht besorgen, bitte? Oh, eigentlich ist das nervig, aber für dich, Melli, für dich tue ich alles. Ah! Oh, wenn du das gedacht. Der Fall hat mich direkt hier hingeführt. Okay, das ist ja ziemlich praktisch. Dann gehen wir direkt mal zum Palmer Casino und machen das gleiche, was wir in der anderen Mission vorhin gemacht haben. Wir kaufen uns eine weitere Backmischung, weil noch habe ich ja genug Münzen. Also passt das ja. Bam. Yes. Und es passt. Firma dankt. Das denke ich mir, dass die Firma dankt. So, auf geht's. Wieder zurück. So, hier habe ich deine Backmischung. Nimm sie an und sei glücklich. Ah, vielen Dank. Was wäre dieser Kuchen ohne die richtige Backmischung? Hast du denn gehört, in die Herztorte viel Verwirrpulver? Ich werde sie heute Abend noch backen. Für ihn. Wie, was? Und ich werde all meine Zauberkraft hineinlegen. Wer ist ihn? Ich bin dir so dankbar, Mario. Bitte deine Belohnung. Du bist mein bester Freund. Freund? Mein Herz. Melli, wie kannst du nur? Ich dachte zwischen uns, es wäre was Besonderes. Melli hat mir vielleicht das Herz gebrochen, aber sie kann mir nicht meine letzte Mission brechen. Jobangebot von Toadscover. So, Reinigungskraft im Falkenheim. Ja, machen wir das. Nur was ist mit einer Reinigungskraft gemeint? Meint sie damit, wir sollen so putzen mit dem Hammer? Oder vielleicht meint sie ja auch damit, dass wir mit reinigen, dass sie will, dass wir die ganzen Kämpfer reinigen. Also, damit meine ich den Abfall rausschirren. Ein bisschen reinigen, ein bisschen die Noobs rauskriegen aus der Arena, sowas meine ich. Aber ob sie das so meint? Finden wir es heraus, indem wir einfach direkt dort erscheinen. Bin gespannt, was abgehen wird. Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich einfach nur so einen Besen nehmen sollen und dann reinigen. Das stell mir das einfach wirklich so vor, dass wir vermutlich noch mal ein paar Kämpfe machen müssen, oder? Das würde zumindest eindeutig mehr Sinn machen. Ja, und warum nehme ich nicht einfach den Yoshi? Warum nehme ich nicht die ganze einfach den Yoshi? Der ist auch viel schneller. Oh Mann. Schon wieder komplett vergessen. Aber alright. Was geht hier ab? Guck mal, die Stille. Hey, die haben die Poster wieder geändert. Hey, was soll das denn? Das könnt ihr doch nicht machen. Hey, du bist doch der ehemalige Champion Bomber Luigi, ne? Toadscover ist jetzt die Managerin. Wenn du mit ihr sprechen willst, findest du sie in ihrem Büro dort hinten. Jetzt weiß ich, du willst wieder kämpfen? Oh Mann, das ist ja super. Was? Nein. Ich wollte gar nicht kämpfen. Ich wollte nur mit der Managerin reden. Can I speak to the manager? Please? Wahrscheinlich hier drin, oder? Was? Du willst wieder kämpfen? Das freut mich. Bitte geh ins Büro. Toadscover, die neue Managerin, wird sich freuen.
Will ich? Warum freuen sich alle? Die mögen mich. Hey, cool. Hey, was geht ab? Na, wer ist da? Hast du schon mal was von Anklopfen gehört, hä? Du bist es. Mama Luigi, schön dich zu sehen. Nachdem du den Meistergurt abgelegt hast, ist die Zuschauerzahl sehr gesunken. Ich dachte schon, wir müssten das Geschäft aufgeben. Aber Aurelius hat sich wieder den Titel des Champions erkämpft. Und ich habe ganz schön damit zu tun, den Laden hier zu leiten. Oh, willst du vielleicht wieder kämpfen? Oh, deshalb bist du hier. Ja, bestimmt. So ist es doch. Sag schon. Na ja, okay. Wenn das die Mission ist hier. Super. Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Ach, die Reinigungskraft, das war nur, damit die Behörden das nicht hören. Ha. Das ist alles für dich vorbereitet. Oh. Ja, was denn? Was gibt's denn? Verzeih mir, aber deine Registrierung wurde storniert. Hä? Das bedeutet, du startest wieder wie jeder Neuanfänger in der zweiten Liga. Nein, bitte nicht. Keine Ausnahmen. Regeln sind Regeln. Nein. Ich nehme also deine Registrierung als Kämpfer entgegen. Wenn du bereit zum Kampf bist, melde dich im Aufenthaltsraum der zweiten Liga an. Und das System erkläre ich dir nicht noch einmal. Also bis dann. Ist das jetzt ihr Ernst? Willst du jetzt wirklich, dass wir alle Kämpfe nochmal neu machen? Nein, da kann was nicht stimmen. Wir können doch nicht alle Kämpfe neu machen. Vielleicht die Hälfte? Weniger? Ich rechne so mit 5 bis maximal 10 Kämpfen, aber kann doch jetzt nicht sein, dass wir nochmal so viele... Nein. Das kann nicht sein. Hey, ich brauche eine Aufklärung. Was soll Chris Bomber? Du möchtest dich also zum Kampf anmelden, ja? Also gut, dein nächster Gegner ist Rang 19, die Gumpa-Brüter. was? In der 5 Runden. Was? Ich habe noch eine wichtige Sitzung. Beeil dich also. Zeig mir aber trotzdem einen guten Kampf. Das ist jetzt aber nicht deren Ernst. Wir sollen jetzt nochmal 20 Kämpfe machen? Jetzt wirklich? Alter, nein. Nein. Hä? Wow. Was ist das für ein Leck gewesen? Für den Kampf sind der wieder auferstandene Bomba Luigi und die kosmischen Gummibrüder. Okay. Ja, also ich glaube, das hier würde ich vermutlich eher im Offscreen machen, weil das sind ja alles so die gleichen Kämpfe und die kennen wir ja schon. Ich habe schon ganz viele Videos zu diesem Ort hier gemacht. Aber ja, dann wisst ihr zumindest Bescheid. Und dann würde ich sagen, würde ich die Kämpfe jetzt erstmal skippen und wir gehen erstmal wieder zurück. Ich mache dir dann für die nächste Folge oder so Offscreen. Weil, wie gesagt, das dauert viel zu lange. Also... Sorry, auch immer der Text dazwischen und auch immer das Hin und Her und du kämpfst jetzt gegen den, jetzt wartest du im Nebenraum, das alles, das nein. Für den ersten Kampf aus dem Comeback war das gar nicht mehr so schlecht. Deine Gage, 5 Münzen. Ja, wie gesagt, das mache ich jetzt nicht. Das ist ja lächerlich. Ernsthaft? 20 Kämpfe. Nochmal. Sorry, aber... Das ist ja übelst langweilig, vor allem für euch. Nee. Komm, ich hol's jetzt mal wieder zurück nach Roningen ab und schau mal, ob ich zumindest noch für das Ende der Folge in der Story weiterkommen kann. Das wäre zumindest noch mal etwas, weil, ja. Ja. Naja, okay, solange ich ja gerade hier bin, fällt mir gerade auf, dann kann ich ja zumindest meine Insignien schon mal alle ausgeben. Wie viele habe ich denn eigentlich? 9 Stück, ich kann alle upgraden. Okay, crazy. Kriegen jetzt alle noch mal kurz eine neue Aufgabe, nicht Aufgabe, neue Attacke. Auf Fuß! Eine neue Attacke für alle. Okay, aber sagt mir nicht, was für eine Attacke. Okay, gucke ich gleich nach. Ich level noch ganz schnell. Ich kann mir Kupio vorstellen, dass er einfach nur noch mal einen stärkeren Rundumangriff bekommt. Ja, sie vielleicht so ein Diebeskuss, keine Ahnung. Und der Little Boshi? Das haben wir in einem Trailer gesehen. Vielleicht kriegt er ja so einen Yoshi-Ansturm. Sowas wie bei Melee im Intro. Das wäre cool. Hm. Okay, schauen wir mal, was die bekommen.
Ist das dein letztes Menü? Ja, oder? Ja. So, wo steht das? Hier? Ah ja, hier. Multikopfschutz haben wir schon. Panzer... Ups. Das wollte ich gar nicht. Panzerschild 4 BP. Mario wird durch einen extra großen Panzer geschützt. Okay, Koopi ist gar nicht mal so schlecht. Arona kriegt Knutschkuss. Also wirklich sowas. Ja, ist wirklich einfach Diebeskuss. Küsst Gegner, raubt ihre KP. Eigene KP wird aufgeladen. Genau das habe ich gesagt. Diebeskuss. Okay, 3 BP und das war 4 BP. Von daher, ja, ist in Ordnung. Ich bin generell von all unseren Partnern bisher, bin ich nicht so ein riesiger Fan von Arona. Persönlich. Und der Little Boshi kriegt den Eierschlag. Wirft Eier auf die Gegner und lässt sie schrumpfen. Ja, ist in Ordnung. Weil das Ding ist, der Saugmatz, der greift ja nur 2 Gegner an. Und Eierschlag hört sich an, als würde es alle Gegner angreifen. Und es kostet nur 3 WP statt 4. Also not bad. Klar, Saugmatz geht durch die Verteidigung. Eierschlag weiß ich nicht. Das macht wahrscheinlich gar keinen Schaden. Das macht wahrscheinlich nur den Effekt, dass sie schrumpfen und damit schwächer sind, die Gegner. Ja, müssen wir alles erstmal ausprobieren. Habe ich jetzt gerade noch keine Meinung zu. Aber ja, wir sollten ja noch einen Typen Ausschau halten. Haben wir hier eigentlich schon drin? Ich glaube, hier waren wir schon drin, aber wir sollten noch einen Typen Ausschau halten. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich simpler, wenn ich... Wenn ich den jetzt... erstmal suchen gehe. Ja. Ja. Oh, das ist ein guter Tipp. Finsterspark ist finster, richtig? Gab es denn hier eine echt finstere Ecke hinter Professor Gumbards Haus? Ah, okay. Der Hinweis ist natürlich sehr, sehr Gold wert, würde ich mal sagen. Hinter seinem Haus. Bedeutet also, wir gehen erstmal hier lang. Ja. Und dann... Ach, er ist finsters, oder? Warte, ist hier... Ne, warte, hier ist doch hinter seinem Haus. Das hier. Okay, er ist neben seinem Haus. Ich hätte das Gilt. Hallo, ich bin Finsters aus Düsterdorf. Was willst du denn von mir? Wie komme ich denn da rein? Was, du willst wissen, wie man durch die Röhre nach Düsterdorf kommt? Oh ja. Ganz einfach, du musst etwas bei dir tragen, worauf dein Name steht. Hast du etwas, worauf dein Name steht? Ja doch, die Schuhe so da unten. Ach nee, sie sind jetzt abgekratzt. Na Mist. Woody, was machst du nur? Warte, ich schreibe dir etwas. Wie heißt du? Mario. Mario? Dann schreibe ich dir das hier hinten drauf. Erledigt. Und nun noch für deinen Partner. Wie heißt du? Kupio. Das kitzelt. Was? Was auch immer ihr in Düsterdorf wollt, ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich fürchte, das werdet ihr brauchen. Wie meinst du das? Das werden wir brauchen. Und Kupio, was meinst du, das kitzelt? Hätte das jetzt ein anderer Charakter gesagt? Oder... Na, egal. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann nach Düsterdorf. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal offscreen die Kämpfe machen, weil ich, als ob ich sonst keine Hobbys hätte. Und ja. Eine Sache können wir noch abchecken, bevor wir die Folge beenden. Und zwar die Orden. Ich wollte ja jetzt schon die ganze Zeit nachschauen nach den Orden. Haben wir jetzt endlich bessere? Hast du was Besseres im Lager? Bitte, irgendwas Gutes. Meister Sprung, Dampfhammer? Angriffskraft von Sprungschreck im 1. Angriffskraft von Marius Hammerschreck im 1. Beides zu 2 OP. Buhlacken. Ich habe Lecken gelesen. Buhlaken. Macht körperlos und unangreifbar. Ja, okay, ist okay. Aber die beiden, wow, die hole ich mir. Wow. Also die sind ohne Witz richtig krass. Plus 1 Damage auf all unsere Hammer- und Sprungattacken. Wäre dumm, da Nein zu sagen. Danke, du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich wechsle mal mein Sortiment, also schau mal wieder vorbei. Will do, Kumpel, will do. Was mache ich weg dafür? 1 muss ich wegmachen. Habe ich nichts zu wegmachen? Ich habe nichts zu wegmachen. Ja. Das Geräusch, das klingt so wie beim DS. Ich war auf den Dampfhammer. Muss ich halt auf OP wieder leveln.